Ich hoffe mal, wir kommen jetzt wenigstens wieder an dem Tor raus, zu dem wir jetzt gerade raus sind. Zu dem Tor rein, zu dem wir gerade raus sind. Natürlich nicht. Na komm, dann machen wir erstmal Speed-Modus an. Zum Glück haben wir den ja. Dann laufen wir alle mal schön wieder hier zurück. Ich glaube, wenn ich die Karte aufmache, geht es sogar noch schneller. Ja. So. Dann geht es jetzt hier über den Steg. Den da können wir ignorieren. Der ist gelb. Und dann haben wir hier das nächste Haus. Oh, Verbrecher. Ein Wurfhaken. Braggern. Wer bist denn du? Hau ab, wir haben nichts zu bereden. Okay. Okay, das nächste Haus. Wenigstens kriegen wir dadurch ein paar XP zusammen. Oh. Viril. Und Brian Walker. Was sagen die Schriften hier? Da winden sich auch. Das Bett ist so hart wie eine Planke. Okay. Raus hier. So viel dazu, dass die ganzen Häuser verlassen sein sollen. Hier scheinen ja noch mehr als genug Leute zu leben. Gut. Dann geht's jetzt hier runter zum nächsten Haus. Have you ever chased a skirt wizard? Or do you merely hide behind them? Don't pawn your personal problems off on me. They will use you. Cast you off when it suits them. Never speak another word to you. Maybe they just don't answer to fiery whore. Was? Das muss ich jetzt mal kurz nachlesen. Hast du schon einmal einem Rock nachgejagt, Zauberer? Oder verbirgst du dich nur hinter ihn? Lade deine persönlichen Probleme nicht auf mich ab. Sie werden dich benutzen und dich verstoßen, wenn es ihnen passt. Nie wieder ein weiteres Wort mit dir sprechen. Vielleicht reagieren sie einfach nicht auf feurige Hure. Ah, sehr schönes Gespräch, was die beiden hatten. So, wir wollen in das nächste Haus. Ist das auch wieder verlassen? Jo. Oh, das Haus hier ist gar nicht markiert gewesen. Ah ja. Ist das Haus markiert? Ja, das Haus ist markiert. Wahrscheinlich hat das zwei Ein- und Ausgänge, so wie das aussieht. Wir werden es aber sehen. Knacken wir erstmal das Schloss hier, warum auch immer das Haus verschlossen ist. Entweder kriegen wir jetzt riesen Ärger oder wir finden einen schönen Schatz. Oder beides. Essen. Milch. Jemand hat ein paar rußige Spielkarten unter dem Bett versteckt. Toll, wir sind denn da im Haus eines Glücksspielers gelandet. Gut. Malianischer Matro. You must have seen some amazing sights on your way north. Sure. Pirate cities floating in the archipelago. The mountain halls of these northern dwarves. Plenty. I haven't been further south in the Deerwood myself. Maybe I'll come back after I've convinced the Ranga Nui and see all those things for myself. I hope you do. Oh. Handwerker gesucht, keine Erfahrung erforderlich. Hail and well met. Als du dich näherst, wenden sie sich eifrig zu dir um. Willst du dir als Handwerker Geld verdienen? Ihre Kleider sind einfach, aber besser als die der meisten anderen Leute in Undras Geschenk. Es wird gut bezahlt. Du hast Schwierigkeiten, Arbeiter zu finden? Arbeiter, die keine abergläubischen Feiglinge sind, jedenfalls. Sie schüttelt den Kopf. Ich zahle gut, aber sobald ich ihnen sage, worum es geht, beten sie zur Fürstin der Klage und spucken über das Dock. Sie glauben alle, im Leuchtturm würde es spuken seit der Überflutung von Ondras Geschenk.
Echos des Krieges. Die Überflutung hat zweifellos genügend Seelen gefordert, um einen Leuchtturm bis zum Bersten zu füllen. Und das Geschenk wurde überflutet? Am Ende des Widerstandskrieges. Das war einer der entscheidenden letzten Schläge gegen das enterianische Militär. Hat uns aber viel gekostet. Eigentlich sollte der ganze Bezirk evakuiert werden. Aber sind nicht alle rechtzeitig fort. Die Enterianer haben jeden, den sie gefunden haben, mit dem Schwert gerichtet. Wer Glück hatte, ist dem Gewetzel entkommen und wenige Stunden später ertrunken, als Heidrichs Truppen die Dämme zerstört haben. Die Einheimischen sagen, die Leuchtturmwächterin sei auch geblieben und als eine der letzten gestorben. Sie zuckt mir den Achseln. Ich weiß nicht, warum es im Leuchtturm deswegen mehr spuken sollte als im restlichen Geschenk, aber so wird es erzählt. Warst du schon dort drin? Wer, ich? Sie lacht nervös. Nicht unbedingt. Weißt du, ich bin recht empfindlich und der ganze Staub. Sie seufzt also gut. Als ich gesehen habe, wie zwei Mauermatrosen den Pier entlang gerannt sind, so schnell ihre Beine sie trugen, habe ich auch die Nerven verloren. Ich könnte mir das mal ansehen. Gut, wird auch Zeit, dass jemand diesem Unsinn ein Ende setzt. Sie kramt in ihrer Tasche und schiebt seinen Schlüssel hinvor. Als sie ihn dir überreicht, zögert sie. Sei vorsichtig, ich glaube zwar nicht an die Geistergeschichten, aber es ist ein altes Gebäude, also pass auf, wo du hintrittst. Ich habe da einige Fragen. Was willst du wissen? Weißt du vielleicht, was im Leuchtturm ist? Wenn es nur so wäre, wie am Zug mit den Schultern. Er ist unbewohnt, seit auch das Geschenk überflutet wurde. Was baust du? Ein Gasthaus, angeblich. Sie streicht sich eine lose Haarsträhne hinter das Haar. Das Geschenk braucht etwas mit weniger mehr Klasse als der salzige, mit ein wenig mehr Klasse als der salzige Mast. Seit dem Widerstandskrieg ist dieser Bezirk am Boden. Ich dachte einfach, es wäre an der Zeit, ihn etwas aufzuwerten. Du kannst dir vorstellen, wie aufgeregt ich war, als ich den Turm gefunden habe. 3 Stockwerke und direkt am Wasser zu einem guten Preis. Der Verzäufer sagte, es gebe noch andere Interessenten, also habe ich zugeschlagen, bevor ich mich wirklich informiert hatte. Dumm. Sie schüttelt den Kopf. Ich komme aus Neu-Hemoa. Ich wusste von der Überflutung, aber ich wusste nichts von dem Aberglauben, der sich um den Leuchtturm rankt. Und der Verkäufer war längst verschwunden, als ich davon erfuhr. Inzwischen wäre es ein Wunder von der Fürstin der Klagen selbst, wenn ich meine Investition nicht vollständig verliere. Was hat das mit der Überflutung von Rosas Geschenk auf sich? Also ja, wir stehen jetzt gerade mitten auf einem versunkenen Haus, fällt mir gerade so auf, jedenfalls auf dem unteren Stockwerk. Und da ist auch ein Haus versunken und da auch. Hadrid hat am Ende des Widerstandskrieges Ende des Widerstandskrieges angeordnet. Das war eine der entscheidenden letzten Schläge gegen das enterianische Militär. Hat uns aber viel gekostet. Eigentlich sollte der ganze Bezirk evakuiert werden, aber sind nicht alle rechtzeitig fort. Ah ja, das hatten wir schon. Du kommst nicht aus Trutzbucht, oder? Sie lacht verbittert. Was hat mich verraten? Der Akzent oder dass ich so dumm war, gutes Geld für diese Ruine zu bezahlen? Ich komme aus Neu-Hemoa an der Nordküste. Es ist kleiner als Trutzbucht. Ich dachte, hier hätte ich vielleicht mehr Aussichten auf Erfolg und vielleicht sogar die Chance, in diesem Bezirk etwas Gutes zu tun. Eine neue Quest. Okay. Ja, wenn es nur ein Geist ist, der da drin lebt. Ja, noch viel Arbeit vor sich, ja. Also wenn es nur ein einziger Geist ist, mit dem können wir wahrscheinlich reden und ihm bitten zu gehen als Wächter. Wenn das aber wieder so eine Spukkolonie ist, wie in den Ruinen vom Eotas-Tempel oder in Khed Nuha, na dann gute Nacht. So, hallo Untergeschoss. Jede Menge Gold. Steady does it. Und nach Fallen auch. Au, Scheibenhonig. Schatten, Geist. I'll get it open. No! Just like an Adirant would go down fast. So wollte ich das nicht. Okay. Edda, du gehst vor und triggerst die Gegner. Hey. Kommen die, wenn ich mich der Tür nähere?
Ja, kommen Sie. Und sie greifen natürlich immer noch alle Alof an. Was nervig ist. Durenz, eine Heilung. Edda versucht ihn umzuhauen. Kada kann nichts machen. Unsere Tierchen sehen noch einigermaßen gut aus. Habe ich dir nicht einen Zauberbefehl gegeben? Autsch, und er ist umgefallen. Ich gebe zu, das sind gerade ein paar viele Gegner hier. Ich muss auf jeden Fall zuerst die Schatten loswerden. How may I help? I'm here. Und Alof am besten irgendwie flankieren. So. Erst die Schatten. Warum geht alle auf Alof los? So, du tust mir einen Gefallen und wirf mal die Kompanie vor dir um. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so wirklich zu schaffen ist. Jedenfalls noch nicht. Ich probiere es jetzt noch einmal. Gorst. How may I help? Du hervor, du dahin, du dahin. Also Itobak vor, so. Hey. Hier gibt es auf jeden Fall sehr viele Dinge zum Anschauen. Eine schmutzige Patina und tote Seepocken ziehen sich fast bis zur Decke. Da muss viel gemacht werden. Vollkommen trüb geworden. So, da sind die Gegner. Du. Zauberst am besten den hier. Du zauberst eine Schutzrüstung auf alle hier. So, und jetzt, solange du noch kannst, einen Feuerball. Und einfach auf irgendeinen Schatten. Okay, Schatten sind leicht verletzt. Du zauberst mal irgendwo hier eine große Heilung. Du. Bombardierst einfach mal alles. Du versuchst den Stock zu zaubern. Und Alof ist umgefallen. Was können wir noch zaubern? Grässliche Segnung. Nee, das ist nicht zu schaffen. Das sind viel zu viele. Das sind viel zu viele. Da muss ich leider ein anderes Mal wiederkommen. Tut mir leid. Dafür brauche ich vielleicht noch mindestens ein Level ab.
bevor ich mich mit dem Haufen an Geistern und Schatten auseinandersetzen kann. Vor allem ist das Gebiet zu offen, um richtig zu kämpfen. Also gegen so viele. Sure.